So, herzlich willkommen zu Forza Horizon 5. Ich mache so eine Videoserie, hatte ich vor, wo ich halt verschiedene Autos nehme und die so ein bisschen vorstelle. Nicht in dem Sinne richtig vorstellen, sondern einfach mit denen Rennen fahren. Zu nehmen. Heute das erste Auto ist der Mercedes E63S von 2018, aber als Brabus 800, weil man kann alles zu Brabus machen. Auch Felgen sind Brabus, also ich habe mich da so ein bisschen an die Sachen gehalten, bis auf die PS-Zahl, weil sonst käme ich nicht auf die S 1900. Nachrichtenzentrale kann ich ja mal ganz kurz gucken. Neuigkeiten. Ach so. Connection-Dings, dass man disconnected wird und so. Und die versuchen das zu beheben. Okay. Und da gab es am Anfang so Probleme, wie man schon im ersten Video gesehen hat. Und ich habe es, glaube ich, was war das? Gefixt, dass man jetzt Lex nicht mehr hat. Ich schaue mir das gerade rechts an auf OBS. Und es sieht eigentlich relativ flüssig aus. Ich weiß nicht, wie das in der fertigen Aufnahme aussieht. Junge Amigo! Oh, Ich habe mit dem örtlichen Ferrari-Club gesprochen und es hieß, es könnte un Classico in einer Scheune in der Nähe geben. Ich sagte, ich kenne da wen, der nachsehen kann. Dann werden wir das doch als erstes mal machen. Um das Auto so ein bisschen auf den normalen Straßen jetzt so ein bisschen zu fahren. Da. Zack. Da springen wir auch nicht hin. In 100 Metern scharf links Weil abbiegen. Forza, da geht es ja eigentlich um die Autos. Alles überspringen werden müssen. Also fahren wir die kompletten 13,3 Kilometer. Auch öfters mal nicht einfach nichts sagen, weil so viel kann ich eigentlich nicht sagen. In 400 Metern links abbiegen. Zum Ziel fahren. Links abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Zweihundert neue Straßen schon entdeckt. Das sind ja nur 6,8 Kilometer. Es geht relativ fix mit dem. Was ich dann auch, ich werde auch in dem Video eigentlich noch so ein paar gleiche Sachen machen. Bringe es nur. Okay, diesen
Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist. Dann lädt die Textur nämlich nicht mehr. Aber es ist schon besser geworden. Im Gegensatz zu den ersten paar Stunden, die ich gespielt habe. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Vielleicht den Scheunpunkt auch gleich finden. Ja, ich kann gerade nicht. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Wir sind ja gleich da. Uiuiui. Ich habe mir auch am Anfang überlegt, nichts zu dem Game zu machen. Und es einfach nur so zu spielen, aber ich glaube, so ist das. Ich kann es ja auch so spielen. Und so diese ganzen Autos, die ich dann in der Zeige zu testen. So, Scheunenfund. Wo ist er? Was mich halt aufregt, was ihr nicht seht, der Mauszeiger ist jetzt erhöht. Das stört mich schon ein bisschen. Du hast dein Ziel erreicht. Und das Radio muss ich gleich auslassen. Ich könnte es auch anmachen, aber Copyright und sowas. Wo ist der die Scheune? Das muss eigentlich irgendwo sein, wo mich keine Straße hinführt. Also keine offizielle Straße. Wo man unten links dann sieht. Dann sind das einfach nur so Feldwege oder so. Lassen schon. Was ist dies? Ja. Yep. Ein F40! Unglaublich! Hilf mir, ihn hier rauszuholen! Oh, ein F40. Den fand ich immer cool in Horizon 4. Das ist aber kein normaler F40, oder? Ich rufe die Lackiererei an, damit sie das Rosso Corsa auffrischen. Bis später! Dann suchen wir mal ein Rennen. Straßenszene. Bei nächster Gelegenheit enden. In 200 Metern rechts abbiegen. Alles
Schlüssel. Bei nächster Gelegenheit. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut eingestellt. Kann ich den nehmen? Ja. Ich habe die nämlich, glaube ich, auf überdurchschnittlich Gegner. Es gibt ja wieder zig verschiedene Schwierigkeitsmodi. Also ich will es mir ja jetzt auch immer nicht zu schwierig machen. Außer bei diesen speziellen Rennveranstaltungen, wo man drei Rennen fährt und dann kriegt man vielleicht ein Auto, wenn man so auf sehr erfahren spielt. Spiele ich auch auf sehr erfahren, aber ansonsten lasse ich das glaube ich so. Aber der Porsche zieht schon ganz schön weg. Ich habe keine Ahnung, was es ist, warum der Rauch so pixelig ist. Nein, damit muss man erstmal klarkommen. Weil ich die Grafik schon runtergestellt habe für die Aufnahme. Das war nix. Es geht ja eigentlich nicht um, das, um den Gewinn des Rennens, sondern um den Spaß dabei. Den Spaß habe ich gerade. Sind sie dran vorbei in den letzten paar Metern. Ich wollte jetzt auch nicht zurückspulen. Das ist die Linie. Ich wurde im letzten Moment noch ein dritter. Vierter. Ein fünfter. Sind so viele an mir vorbeigezogen? Egal.
Schaden wie ich bin. 30.000. Hey Mike! Magst du Battle Royale? Das ist der Eliminator. Ein episches Event, bei dem jeder gegen jeden antritt und am Ende nur ein Gewinner übrig bleibt. Du kannst dich noch anmelden. Möchte ich aber nicht. Ich wollte irgendwas noch zum Schluss machen. Aber ich würde sagen, da springen wir hin. Also sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir. Und zwar in jedem Video mache ich auch nochmal eine Tunneldurchfahrt. Also immer zum Schluss. Und deswegen, da verabschiede ich mich jetzt schon mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.